Hannes Ringelstädter. Hannes Ringelstädter, du kommst noch aus einer anderen Zeit, da gab es noch Vinyl und gibt es dein neues Werk auf CD gar nicht? Nur auch Vinyl? Doch, doch. Schon auch? Auch Download. Ja? Mhm. Auch auf DAT-Kassetten. Ja, auch auf normalen Kassetten. Ja. Aber habe ich das richtig formuliert? Gehst du sozusagen dein Rock-Business kabarettistischer an oder ist es ernstzunehmend, dein musikalisches Standing? Bist du die Billie Eilish von Bayern? Ja. Wer ist das? Oder wäre das ein falscher Vergleich? Nein, ich finde, der ist super. Der ist super, ne? Na, also, guten der Tag. Ist super, gell? Der ich Billy. Bin Billy Eilish von Bayern. Ja. Ich war früher Billy Idol, bin jetzt aber Billy Eilish. Billy Idol. Hast du eigentlich... Du, da gibt es die tolle Geschichte, dass Billy Idol mal erzählt hat, er wurde auf der Straße mit Billy Idol verwechselt. Ehrlich? Ja, er selbst. Ach so, wirklich? Ja. Ja. Aha. Und hat er sich dann erkannt? Ja, er hat sich dann erkannt. Ich sag, sie sieht schon aus wie Billy Idol. Und er hat gesagt, ja, ich bin's. Ja. Also was wirklich hart war, war bei mir der erste Lockdown. Da bin ich am Land nach ungefähr 6 Wochen zum Flaschencontainer gefahren. Und die Leute kennen mich dort ein bisschen. Und dann bin ich 3-mal gefahren mit vollem Kofferraum. Und die saßen so an der Tür und haben mir so zugeschaut, wie ich da einwerfe. Dann bin ich echt wieder mit 2 Kartons habe ich drin lassen und bin wieder heimgefahren. Weil mich so geschämt, ich habe mich echt so geschämt. Ja. Aber das ist, das ist ja auch klar, dass man es allein war, weil ja Kontakt. Das ist so, wie Helmut Berger sein Bier an der Tankstelle kauft. Jetzt wäre ich echt mit Helmut Berger verglichen. Ja. Jetzt ist es soweit. Ich bin froh über diesen Vergleich. Ja, wirklich. Ja, du bist ein Wrack. Das weiß man in der Szene. Nein, du bist kein Wrack. Ich habe das Gefühl, dass du eigentlich ein sehr im Leben stehender, fast sportlicher Mensch bist. Ich habe gehört, dass irgendwie, es gibt einen klitzekleinen Fußballverein, der ein Stadion hat, das nach dir benannt ist. Stimmt das? Ja, SV Groß-Kölnbach. Ja, und wie heißt das Stadion? Ringelstädter Arena. Ja, Arena sogar. Ja, Arena. Arena. Ja, aber es ist ja alles Ironie. Das ist erstens keine Arena und es ist kein richtiger Fußballverein. Ich habe 340 Euro zahle ich im Jahr für die Namensrechte. Und ich habe mir einen Parkplatz ausbedungen, weißt du, so einen Sponsorenparkplatz direkt vorne. Wow. Da warte ich jetzt noch auf das Schild, aber das war wirklich so, das war lustig, weil es hat der Jan Regensburg, Zweitligist in Bayern, die haben einen neuen Stadionsponsor gesucht. Und dann habe ich halt so in der Sendung, habe ich nachgeschaut im Geldbeutel, wie viel ich habe und habe gesagt, für 340 Euro würde ich es machen. Und dann kam der SV Groß-Kölnbach und hat gesagt, okay, du kriegst das und die Caro, meine Partnerin in der Sendung, kriegt für 100 Euro die Patenschaft der Damentoilette. Das ist jetzt die Caro Matzko Arena. Nein, ja, wirklich? Doch. Steht ein Schild dran, Caro Matzko Arena, ist alles rosa drin. Mhm. Um kurz ernsthaft zu werden, Ringelstädter läuft hervorragend seit mehreren Jahren. Es ist sozusagen die Schwesternsendung in Bayern. Hast du eigentlich Probleme, gute Gäste in deine Sendung zu kriegen, so wie wir? Sorry. Das Problem ist halt, die Frage war vorgeschrieben, dass ich bei mir selber nicht Gast sein kann. Sonst wären es richtig schlechte Gäste. Nein, aber im Ernst, was waren die Highlights? Wer waren die größten Gäste in den letzten 3 Jahren? Aber das ist, also was echt krass war für mich, war Thomas Gottschalk, weil ich den halt kenne, seit ich Der ist ja auch am Kind Ende, ist auch ein Wrack. Ja, das heißt auch. So wie Stermann meint. Ich habe gehofft, dass wir das rausschneiden und jetzt kommt das auch, jetzt geht's nicht mehr. Das kenne ich schon. Das ist total nein. Gottschalk ist übrigens auch Perückenträger, oder? Nein, angeblich ja nicht. Das ist ein Haarteil. Man weiß es nicht. Je nachdem, wie das Licht ist, wenn das Licht von hinten kommt, sieht man es durchschimmern. Ja. Man sieht klassische Haarteile. Ich glaube, es ist wie bei Heino Haarteil. Ja. Es war nur so, dass er sehr lang in seiner Garderobe war. Verdächtig. Und hat gesagt, dann, sonst kennt man ihn nicht, hat er behauptet. Das fand ich ganz lustig. War er arrogant? Oder? Nein, Tommy. Tommy ist überhaupt nicht arrogant, aber er redet halt nur von sich. Ja. Wir haben eine Liste gemacht in der Sendung, glaube ich, die Caro hat mitgemacht, 135 Mal sagt er ich und ich habe in meiner eigenen Sendung nur 80 Mal ich gesagt. Oh Gott, das kommt in die Teufelsküche. Aber was ist das für eine armselige Sendung, wo Thomas Gottschalk schon der größte Gast war? Nein, ich habe nicht, du hast nicht gesagt, der größte. Doch. Nein. Wer war der größte? Rolando Villazón. Der war sehr lustig. Wer? Rolando Villazón. Opernsänger? Ja. Den fand ich sehr, sehr lustig. Ist das der Spitzbübische mit den Locken? Ja, ja. Der war auch bei uns. Der war wirklich lustig. Der hat sein Handy zerdeppert, sein altes Nokia-Handy und es ging nicht kaputt. Der war sehr lustig, ja. Das glaube ich. Und wer auch sehr lustig war, weil ich ihm einen Rausch angehängt habe, war David Garrett. Der war auch bei uns. Der Sadomaso-Geiger. Ja, habt ihr dem auch einen Rausch angehängt? Nein. Aber Dirk war ja auch schon bei mir in der Sendung als Gast, das ist selbstverständlich. Aber den gibt es ja ganz billig. Ja, aber er war damals fast Quotenhit.
Das gibt's nicht. Das war fast, das heißt fast Quotenhit. Naja, hier hat man mir, ich wurde angerufen, du bist Quotenhit. Aber ja. Und jetzt aber sagst du, du warst an, fast Quotenhit. An Marie von Waldburg, die mit dir war. Toll. Ach so, ja, eine andere. Die Frau mit der tiefsten Stimme. Wer ist Marie von Waldburg? Ja, das war eine sehr beruhigende Sendung. Zwei tiefe Stimmen. Ja. Haben die. Drei, du ja, ja auch. Ja, ich ja auch noch. Ja. Aber lieber Hannes, deine Sendung wird's weitergeben? Ja. Das ist abgesegnet, kriegst du Einjahresverträge, ja. Zweijahresverträge, Fünfjahresverträge, Zehnjahresverträge oder mutet man das deinem geschundenen Körper gar nicht mehr zu? Was, so lang? Ja. Ey, also 504 finde ich schon krass. Also an der Stelle mal ja. Respekt. Wirklich. Danke. Sie haben uns gratuliert. Danke. Ja, danke. Ja, ja. Ich habe es ja. mitbekommen. Ich muss aber er hat die Feder nicht. Was soll er denn sagen? Ich kann nicht sagen. Aber wir haben Einjahresverträge. Toll. Ja. Wie viele Sendungen habt ihr? Wie, bei welcher Zahl seid ihr? 156. Immer am Donnerstag? Ja. Im Bayerischen Rundfunk? 22 Uhr. Aber ihr seid gewechselt in die große ARD. Na, gewechselt nicht. Na, ihr seid auch in der großen ARD. Richtig, mit einem ihr zweiten seid, macht Format. Beides. Zweites Format. Das heißt, du hast zwei Fernsehformate regelmäßig. Ja, aber regelmäßig kann man bei dem ARD-Format nicht sagen. Wie oft ist einmal im Monat, oder? Nee, das ist, glaube ich, viermal im Jahr. Irgendwann. Damit sich der Zuschauer darauf einstellen kann, sagt man ihm nicht, wann es läuft. Nee, viermal im Jahr. Aber das ist super, weil da muss ich mich nicht vorbereiten, weil das eine Überraschungstalkshow ist. Also ich weiß nicht, wer kommt. Aber ist es dann so viel anders als deine Sendung im Bayerischen Rundfunk, wo du theoretisch vorher weißt, wer kommt? Also bereitest du dich auf deine Gäste vor? Oder ist es genauso wie die Bayerische Rundfunksendung, du bereitest dich gar nicht vor und weißt gar nicht genau, wer kommt? Doch, ich bereite mich genauso wie ihr auf meine Gäste vor. Ich bleib nie wie vor. Und mach das auch tatsächlich gerne. Ich auch. Ja, ich auch. Ich mag es gerne, ich höre mir gern CDs an, ich lese gern Bücher quer. Ja. Ich habe diese CD gehört und kann sie schwer empfehlen. Für alle, die Musik lieben. Ich kann auch dieses Album empfehlen. Für alle, die Musik nicht lieben. Doch. Nein, wirklich, es ist wahnsinnig. Entschuldige mal, mach dein eigenes Werk da nicht drunter. Es ist eine fantastische. Nein, es ist tatsächlich eine schöne Platte geworden. Es ist wirklich schön geworden. Schreibst du die Musik selbst und die Texte? Also bei mir ist es so, dass ich normalerweise anfange, Text und ein kleines Gitarrenlick zu haben. Und dann gehe ich zu meinen Co-Produzenten und sage, macht's was draus. Und dann sagen die, das geht nicht. Und dann kommt die Band und die machen dann was Gescheites draus. Okay, die Band, sind das langjährige Weggefährten? Die meisten davon, mit denen spiele ich schon seit den 90er Jahren. Und wir haben uns zwischendurch verloren und dann wiedergefunden. Und jetzt machen wir schon wieder seit 2013 wieder zusammen. Aber ich glaube, du könntest inzwischen auch so, weil deine Stimme irgendwie in den, ich kenne dich ja auch schon sehr lange, ja. Und deine Stimme ist in den Jahren, die ich dich kenne, durch wahrscheinlich Alkohol, 8 Oktaven noch tiefer geworden. Du könntest inzwischen hervorragend Leonard Cohen interpretieren. Ich finde, das ist auch da. Die Musik ist halt anders, aber theoretisch ginge das. Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich Leonard Cohen auch erst mag, seit ich ihn nachsingen kann. Ja. Also weißt du, wenn man dann plötzlich so denkt, oh, das könnte ich auch so singen. Oder Tom Waits zum Beispiel. Ja. Ein Lied ist auf der Platte, das hat schon so ein Tom Waits alkoholschwangere Nachtlied. Du bist überhaupt relativ monothematisch in deinem Gesamtwerk. Es geht eigentlich immer um Alkohol. Nein, das stimmt nicht. Nur das stimmt doch nicht. Es geht um die heile Welt, hallo. Die heile Welt und die ist halt bei ihm Alkohol. Liebe Ina, was, wenn deine Karriere noch mal einen Bogen schlägt und du hast mich an meiner Hand berührt. Weil ich dich liebe. Was ist, wenn deine Karriere noch einmal. Wenn du dieses lilafarbene Hemd trägst, bist du merkwürdig. Was ist, wenn deine Karriere noch einmal einen interessanten Bogen schlägt und du wieder zurückgestuft werden würdest? Würdest du dich noch einmal als Background-Sängerin andienen oder ist das vorbei? Kann man von deinem Sockel, auf dem du dich jetzt befindest, noch mal runterfallen? Also, gibt es einen Plan B in deinem Leben? Ich komme ja schon vom Plan B. Also, solange ich darf, bleibe ich jetzt einmal beim Plan A. Und der entwickelt sich stetig weiter. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann Filmmusik mache oder mal Musiktheater schreibe oder selber Schauspielerin bin. Ja, du bist doch Schauspielerin. Du hast eine Schauspielausbildung. Du hast ich habe keine Schauspielausbildung. Ich habe nur ganz ein großes Hobby und habe mich dann immer selber fortgebildet. Wir brauchen keine Laien im Schauspielbusiness, die uns die Jobs wegnehmen, Ina. Eben, das ist ja das. Aber glaubst du würdest deine Rollen ziehen oder ich deinen? Da schauen wir dich genauso an. Wieso? Ja, du spielst ja alles. Ja, aber in Filmen, die urviel. Doch, bei Hubert und Staller spielst du irgendwas? Ständig. Irgendwas. Ich weiß nicht, was du bist. Seit 10 Jahren Automechaniker, oder? Nein, jetzt hört's mal auf mit diesem Auto. Ich bin ein Automechaniker in der Vorstadt. Ich weiß, ich habe dich gesehen. Ja, also. Ich habe mir was abgeschaut von dir. Ich kann jetzt auch Schraubenzieher falsch halten. Es ist ein Arschloch, der Ringstädter. Man glaubt es nicht. Können wir dieses kleine Szene als Promo verwenden? Ja, unbedingt. Darf schön. Ich übrigens sagen, ganz am Ende der Sendung, meine Damen und Herren, dass Hannes Ringstädter sich kurz vor der Sendung, 5 Minuten vor der Sendung, noch mal rasiert hat. Er ist der Mann mit dem
ärgsten Haarwuchs der Welt, kann man das sagen? Das stimmt tatsächlich. Und zwar nicht vor der Sendung, sondern bevor ich rausgegangen bin. Auf dem Weg, ich habe den Rasierer noch gehört. Nass rasiert. Ich möchte mich wirklich bedanken bei zwei äußerst sympathischen Gästen. Das meine ich jetzt mal nicht ironisch. Vielen Dank, Ina Regen. Vielen Dank, Hannes Ringelstedt.